Hallo, ich heiße Thomas Raschke und lebe in Deutschland. Dieses Objekt hier ist entstanden, nachdem ich dieses Glas vor einem Müllcontainer in Stockholm gefunden habe und dachte, ich müsste das Glas ein bisschen upcyclen. Habe dann Beine gemacht aus Eisendraht, habe diese verlötet, die Eisendrähte. War ein bisschen schwierig, weil sich alles verzieht beim Löten, ich aber eine ganz gerade Form wollte. Ich freue mich, das Objekt beim Hammerclub zeigen zu können und freue mich auf das Treffen in Schönhofen.